Hallo und herzlich willkommen zurück zur Super Funtime. Mein Name ist Steve Parker und ich bringe euch heute ein weiteres spannendes Pokémon Ultrasonne und Ultramond Wi-Fi Battle. Wir spielen heute mal wieder im Juju-Tier, immer noch mein absolutes Lieblingstier, hat einfach die allergrößten Freiheiten, meiner Meinung nach. Du hast sehr, sehr coole Pokémon, die du nutzen kannst, deswegen hier auf jeden Fall meine Wurzeln drin. Leider diese Woche sehr, sehr wenig Zeit gehabt, ein ordentliches Team zu bauen, denn die Arbeit hat gerufen. Ich mache momentan irgendwie die Arbeit von drei Leuten, gefühlt jedenfalls, deswegen konnte ich da nicht so viel Zeit ins Teambuilding und vor allen Dingen ins Testen investieren, wie ich das normalerweise mache. Früher, zu Glanzzeiten, hatte ich ungefähr 20 Kämpfe die Woche. Dieses Mal waren es tatsächlich nur 3, deswegen es tut mir auch leid für die Leute, die nach dem Kampf fragen. Momentan wirklich Zeit ein kleiner kritischer Faktor, aber ich bin sicher, bessere Zeiten werden kommen und ich hoffe, dass ich euch dennoch mit diesem Kampf ein kleines bisschen Unterhaltung ins Wochenende schicken kann. So, schauen wir uns das Team mal ein bisschen genauer an. Man merkt schon, die Komposition heute ist was ganz Besonderes. Das liegt daran, dass es eins, wie ich es gerne nenne, Beta-Team ist, wo es weniger um das Team insgesamt geht, sondern eher darum, um einzelne Pokémon zu testen. Denn ich merke, dass aktuell im Yu-Gi-Meter sehr, sehr oft dieselben Pokémon gespielt werden. Also Shirox ist in sehr vielen Teams mit dabei, Latias ebenfalls, Hippoteros, Trikefalo, alles Staple-Pokémon momentan. Und ich probiere, genau auf diese Picks zu verzichten und vielleicht ein bisschen was Neues über das Tier herauszufinden. Deswegen haben wir sowas wie Zumpex und Empoleon parallel drin. Beide ähneln sich in den Rollen sehr, sehr stark. Wir spielen Zumpex hier zum Beispiel komplett spezialoffen. Einfach nur um zu gucken, wie es sich denn in dieser Form in dem Tier schlagen kann. Denn wir spielen Eisstrahl, was relativ untypisch für Zumpex ist und vor allen Dingen auch die Kraftreserve Pflanze. Um Matchups gegen Branavas, gegen Morlord oder sogar gegen Azumarill ein bisschen besser bestehen zu können. Wie gesagt, Zumpex und Empoleon teilen sich die Rolle so ein bisschen. Das heißt, im finalen Team würden sie niemals beide im selben Squad auftauchen. Aber wie gesagt, das Ganze als Beta-Team einfach nur um zu testen, wie sich diese einzelnen Pokémon im Meta schlagen. Dann haben wir einen Klick-Dick-Klack mit dabei, wurde sich im letzten Video gewünscht und es ist zwar keine richtige Alternative zu Shirox, aber Steel-Types allgemein sind im Meta sehr, sehr gerne gesehen durch die Resistenzen, durch die Offensive, um einige Feen gut handeln zu können. Insofern Klick-Dick-Klack definitiv eine Überlegung wert und in dem Set, was wir momentan haben, auch gar nicht mal so einfach für viele Pokémon zu handeln. Durch den Gangwechsel können wir ein potenzieller Sweeper werden und viele eher schlechtere Matchups kann man hier mit dem Voltium Z tatsächlich gut unter Kontrolle bringen und gegen Boden-Pokémon, der natürliche Feind des Stahl-Pokémons, dafür hat man ja noch den Magnetflug. Insofern, man hat für alle Extremfälle im Grunde eine gute Antwort. Die Grundoffensive ist natürlich mit einem 100er Base-Wert nicht die allerhöchste, aber der Gegner muss definitiv aufpassen, damit Klick-Dick-Klack nicht dann doch irgendwie eskaliert. Wie gesagt, Gangwechsel immer eine große Gefahr. Dann noch ein sehr besonderes Pokémon und zwar Austos hatten wir schon mal mitgebracht, ist hier die physisch defensive Form mit dem Beulenhelm, denn die physische Defensive in der Base ist von Austos natürlich extrem hoch und das Yu-Gi-Meter ist gefühlt sehr physisch ausgelegt. Das heißt, man kann Austos sehr gut in diese ganzen physischen Angreifer reinbringen. Vor allen Dingen hat man dazu auch noch Zugriff auf Stachler und den Turbodreher. Das heißt, direkt zwei sehr schöne defensive Tools, die für das ganze Team relativ relevant sein können. Die Coverage ist angenehm. Insofern ein schönes Gesamtpaket. Spezialdefensiv natürlich nicht allzu gut zu gebrauchen, aber dafür haben wir auch unser Empoleon mit dabei. Nidoking, ebenfalls ein Pokémon, das lange Zeit so ein bisschen ignoriert worden ist, aber gerade jetzt, da diese Bulky Offense Teams gespielt werden, ist die wundervolle Coverage, dann eine hohe Gewalt, Lehmob, diese Kombination einfach sehr, sehr stark, um alles entweder gut anschädigen zu können oder vielleicht sogar One-Hit zu gehen. Also Nidoking hier, glaube ich, auf dem besten Wege zurück in die Ruhmeshalle und dann haben wir noch ein Scorgrow mit dabei. Ich weiß, die Leute sind schockiert, dass ich Scorgrows benutze, aber alles nicht in dieser ekligen, stalligen Variante. Hier einfach mit dem Schwertanz, Fassade, dann noch Erdbeben und den Ruhrort. Natürlich ein bisschen Stall ist mit dabei, mit dem Toxic Orb, aber es ist hauptsächlich als Setup-Sweeper gedacht. So, wie gesagt, Teamkomposition komplett für den Arsch, aber dafür glaube ich mit der ein oder anderen Überraschung, die funktionieren kann, sofern der Gegner sich lumpen lässt. Dieser hat heute mit ein Trikefalo, ein Altaria, ein Aranestro, ein Hippoteros, ein Empoleon und ein Panferno. Ein schönes Team tatsächlich, auch ohne Shirox und Latias, hätte ich auch nicht gedacht, dass wir das heute haben, aber nichtsdestotrotz ist das ein sehr starkes Team. Aranestro gefällt mir wirklich sehr, sehr gut, auch ein Kandidat im Yu-Yu, der so ein bisschen untergeht, der aber wirklich sehr, sehr
sehr starkes. Hat einen gewissen Bulk mit sich, macht sehr, sehr guten Schaden mit Wasserangriffen und Wasser-Pokémon sind momentan sowieso sehr gerne gesehen. Klebenetz ist immer eine schöne Option, insofern Aranesto hier eine Wahl, die mir sehr, sehr gut gefällt. Trikefalu immer stark gewesen, wird auch, glaube ich, immer stark bleiben. Mit Altaria hat der Gegner auch eins der stärksten Mega-Pokémon im Tier. Durch den Drachentanz und die schöne Coverage stets eine große Gefahr. Die Kombination aus Empoleon und Hypoteros wird auch sehr, sehr schwer sein aufzubrechen. Mal schauen, ob wir überhaupt eine Chance haben, in unserem Team dagegen anzukommen. Aber ich labere hier schon viel zu lange rum. Ihr seid hier, um ein spannendes Pokémon Wi-Fi Battle zu sehen und genau das solltet ihr bekommen. Deswegen viel Spaß dabei! So, das Match geht los und wir öffnen dieses erstmal mit unserem Sumpex. Das hat allgemein ein sehr gutes Matchup gegen eine Großzahl der gegnerischen Pokémon. Das einzige Problem könnte sich gegen das gegnerische Aranestro entwickeln, aber der Gegner fängt mit seinem Trikefalu an. Absolut okay, einen Angriff werden wir garantiert tanken und dadurch, dass wir eben spezialoffensiv aufgestellt sind, was wahrscheinlich der Gegner hier nicht erwartet, können wir mit dem Eisstrahl sehr guten Schaden gegen dieses doch sehr gefährliche Pokémon des Gegners machen. Der Gegner geht hier auf den Draco-Meteor, habe ich mir schon gedacht, aber wie gesagt, wir werden es definitiv überleben und das ist eine Menge Schaden. Das zeigt mir auf jeden Fall, dass der Gegner hier ein Wahlglas tragen muss. Das ist schon mal eine sehr wertvolle Information, denn zum einen können wir jetzt den Schaden wesentlich besser einschätzen und zum anderen wissen wir, wenn der Gegner einen Move eingesetzt hat, dass er die nächsten Runden da reingelockt wird. Wie zum Beispiel in diesem Fall. Wir können natürlich das Sumpex hier untergehen lassen. Auf der KP-Range ist es nicht mehr ganz so wertvoll, aber wir haben natürlich mit unserem Empoleon auch hier den perfekten Switch und wir wissen, der Gegner muss weiterhin auf die Draco-Meteore gehen und auf minus 2 speziell Angriff werden wir die Fleischbällchen aus dem Weltall kaum spüren können. Das ist doch schon fast die beste Gelegenheit, hier direkt die Tarnstein rauszulegen. Je früher, desto besser, denn der Gegner hat eine sehr angenehme Schwäche, die wir hier ausnutzen können. Altaria wird da schon beispielsweise vor der Mega-Entwicklung 25% Schaden kassieren. Altaria ist ein sehr gefährliches Pokémon auf der gegnerischen Seite, deswegen hier ein bisschen extra Schaden anzurichten, sehr, sehr wertvoll. Ebenfalls gegen das Aranestro ist jetzt nicht das allergefährlichste Pokémon, aber die Tarnsteine werden definitiv helfen, um Aranestro in eine Range zu bringen, wo wir mit einigen Matchups ein wenig besser klarkommen, wie zum Beispiel mit unserem Nidoking, dann wird der Donnerblitz nämlich ein garantierter One-Hit-KO. An dieser Stelle wechseln wir zunächst mal unser Austoss rein. Ich habe darüber nachgedacht, das Empoleon einfach drin zu lassen. Wir haben ja die Kraftreserve Elektro, könnten also gegen das Aranestro tatsächlich ein bisschen was anrichten, aber das erscheint mir auch wieder eine sehr, sehr gute Gelegenheit zu sein, einmal das Klebenetz vom Gegner zu entfernen und vielleicht noch zusätzlich die ein oder andere Lage Stachler rauszubekommen. Ich glaube, Aranestro kann dem Austoss nicht wirklich viel anhaben. Meistens wird der Wasserkäfer ja physisch offensiv gespielt. Wir sind physisch defensiv, haben dazu auch noch den Beulenhemd. Das heißt, wenn der Gegner hier auf Aqua-Durchstoß oder irgendwas ähnliches geht, es wird sich selber mehr Schaden anrichten als uns wirklich, aber da sehen wir das Toxin. Das habe ich tatsächlich nicht wirklich auf dem Schirm gehabt. Ist ein bisschen ärgerlich, da Austoss eben ein sehr bulkiges Pokémon ist, was auch so ein bisschen diesen Stall-Charakter hat und Toxin ist ja immer sehr kontraproduktiv. Wir haben leider auch keine Mittel, um das Austoss später hochheilen zu können, aber nun gut. Könnte schlimmer sein, wir haben Stachler rausbekommen, das ist schon mal ein schöner Bonus. Leider kann der Gegner zeitgleich sein Klebenetz safe draußen halten. Wir könnten natürlich weiter auf den Turbodreher gehen, ein bisschen Schaden machen. Der Gegner geht dann immer weiter auf das Klebenetz. Was halt ein bisschen blöd ist, wenn wir toxinisiert sind. Deswegen wechsle ich in der nachfolgenden Runde direkt raus. Austoss kann ich noch ziemlich gut gebrauchen, allein schon durch den Beulenhemd. Potenziell spielt der Gegner sein Panferne und seine Altaria physisch und diese können dann den ein oder anderen Kontaktmove einsetzen. Den Schaden von dem Beulenhemd nehme ich dann dankend an und vor allen Dingen der Bulk von Austoss ist sehr, sehr gut. Das heißt, da werden wir den ein oder anderen Treffer auf jeden Fall tanken können. Gerade haben wir auch gesehen, dass der Gegner auf den Magiemantel gegangen ist. Gut, dass wir Austoss rausgewechselt haben. In diesem Fall in Klick-Di-Klack. Klick-Di-Klack ist ein sehr wertvolles Pokémon in diesem Fall. Einmal, weil es eine wirklich schöne Coverage gegen den heutigen Gegner hat. Nach einem Gangwechsel werden wir auch schneller sein als alles im gegnerischen Team. Ein Glück, dass wir das Fähigkeit, den Neutraltor so haben. Ansonsten wäre das Klebenetz da so ein kleiner Problemfaktor. Aber ohne den Drop haben wir jetzt eine Garantie, schneller zu sein als das gesamte gegnerische Team. Der Gegner ist mittlerweile in sein Hypoteros rausgewechselt. Hat wahrscheinlich erwartet, dass wir hier eine Elektroattacke einsetzen. Stromstoß ist ja mehr oder weniger Standard von Klick-Di-Klack. Gerade im Yu-Yu-Meter gibt es sehr viele Wasser-Pokémon, die man damit treffen will. Wir sind aber auf den Gangwechsel gegangen und vor allen Dingen ist das Matchup gegen Hypoteros gar nicht mal so übel, denn dem Erdbeben, das was uns höchstwahrscheinlich hier rausgenommen hätte, können wir durch den Magnetflug entgehen. Das heißt, hier schon mal eine freie Runde generiert und eine gewisse Grundsicherheit geschaffen, denn jetzt können wir einfach weiter auf das Hypoteros draufhauen. Der Gegner wechselt nicht mal, das freut mich, weil Hypoteros ist immer so ein kleines Problem-Pokémon, meiner Meinung nach, und je mehr Schaden wir darauf bekommen, desto besser. Leider sehen wir im nächsten Zug, dass der Gegner auch noch den Wirbelwind mit
mit im Set hat. Das heißt, leider verlieren wir hier diese vorteilhafte Position, in die wir uns begeben haben. Denn man muss ganz ehrlich sagen, mit dem Set, das wir hier mit dem Clickety-Clack mitgebracht haben, können wir sehr viel gegen den heutigen Gegner anrichten. Wir haben ja den Stromstoß, wir haben den Z-Stromstoß sogar. Das heißt, wir können sowas wie Empoleon noch relativ easy besiegen, beziehungsweise auch sowas wie Aranestro. Panferno sollte auf plus 1 ebenfalls keinen Stromstoß tanken können, gerade weil die Tarnsteine und Stachler noch draußen sind. Das heißt, der Gegner hat diese Lage nochmal sehr, sehr schön für sich gerettet. Zum Glück haben wir unser Empoleon reinbekommen mit der Schuckebeere. Normalerweise wieder ein sehr schlechtes Matchup gegen das Hypoteros, besonders weil ja noch das Klebenetz draußen ist. Das heißt, der Gegner weiß garantiert, dass er mit seinem Nilpferd schneller sein wird als unser Pinguin. Aber, wie gesagt, Schuckebeere rettet Leben und wir können das Hypoteros besiegen. Ein wirklich sehr schöner Auftakt für uns. Als nächstes holt der Gegner sein Panferno aufs Kampffeld. Panferno kann man sehr vielseitig spielen, speziell offensiv, physisch offensiv, mit Setup-Optionen, was wahrscheinlich das Gefährlichste wäre, aber ich glaube nicht, dass der Gegner sich traut, hier gegen das Empoleon ein Setup zu fahren, denn ein Siedewasser würde hier ebenfalls sehr, sehr wehtun. Ich wechsle hier also erstmal meinen Sumpex rein. Wie gesagt, Sumpex hätte in diesem Kampf wahrscheinlich nicht mehr allzu viel machen können. Es ist in einer KP-Range, wo fast alles es one-hitten kann. Es ist sehr langsam, gerade durchs Klebenetz, deswegen kann man es hier opfern, um ein paar Informationen über das Panferno abzustauben, zum Beispiel, dass es hier scheinbar physisch offensiv gespielt wird. Das finde ich sehr, sehr gut, das kann ich um einiges besser handeln und vor allen Dingen sehen wir hier kein offensichtliches Item, das heißt potenziell auch hier entweder Wahlschall, Wahlband, irgendwas drauf, aber egal wie das Item aussehen mag, wir können hier sehr, sehr gut unser Nidoking reinwechseln. Natürlich, Klebenetz ist hier ein kleiner Faktor, den wir nicht außer Acht lassen können, auch wenn der Gegner sowieso mit dem Panferno schneller gewesen wäre. Dieser wechselt hier sein Trikefalo rein, hat wahrscheinlich erwartet, dass wir hier auf die Erdkräfte gehen, um das Panferno sicher One-Hit zu killen, aber ich bin hier sicherheitshalber mal auf die Schlammwoge gegangen. Die einzig gute offensive Option von Panferno wäre wahrscheinlich der Flammblitz gewesen. Durch den Recoil-Damage hätte die Schlammwoge auch gegen Panferno ausgereicht und in den anderen Fällen hätten wir auch alles mehr oder weniger neutral treffen können, beziehungsweise natürlich das Empoleon nicht, aber dann haben wir auch noch wieder ein gutes Matchup durch die Erdkräfte. Aber kommen wir erstmal zur aktuellen Lage. Der Gegner hat mittlerweile sein Altaria reingewechselt, was mich erst verwirrt hat, weil ein Mega-Altaria wird garantiert nicht eine Schlammwoge von unseren Nidoking tanken, aber wir hingegen sollten jeden Angriff von Mega Altaria schlucken können. Der Gegner macht das aber sehr, sehr clever an dieser Stelle und zwar mega entwickelt er sich nicht, während er auf den Drachentanz geht. Durch den Drachentanz ist er jetzt auf plus 1 physischen Angriff. Ein Erdbeben würde uns also definitiv rausnehmen können und dadurch, dass er sich nicht mega entwickelt hat, hat er eben auch keine Schwäche gegenüber Giftangriffen und kann die Schlammwoge ganz knapp überleben. Sehr gut gespielt von dem Gegner, also hätte ich auch in dem Moment habe ich gar nicht dran gedacht. Natürlich, der Gegner kann ja steuern, ob er sich mega entwickelt oder nicht und ja, wirklich ausgezeichnet von dem Gegner gemacht. Nidoking geht hier natürlich unter. Ich habe drüber nachgedacht, ob ich vielleicht meinen Austoss reinhole. Der Gegner wird dann wahrscheinlich auf Frustration oder auf Rückkehr gehen und dann am Beulenhem zugrunde gehen, aber ich wollte nicht riskieren, dass der Gegner vielleicht sofort in sein Empoleon rauswechselt oder irgendwelche anderen Geschichten macht und habe probiert, nochmal mein Klick-Di-Klack reinzuholen. Auf plus 1 sollte ich immer noch einen Erdbeben tanken, denn Klick-Di-Klack ist auf der physisch-defensiven Seite gar nicht mal so schlecht aufgestellt und wenn ich es hier tatsächlich schaffe, einmal den Gangwechsel zu aktivieren, sollte ich auch garantiert schneller sein als alles im gegnerischen Team. Selbst für den Fall, dass das Panferno einen Wahlschall tragen sollte, wir haben genau die Initiativbasis, um auch dieses Pokémon outspeeden zu können. Nicht vergessen, wir haben Neutraltorso als Fähigkeit, dass das Klebenetz hat auf unsere Zahnräder keinerlei Wirkung und ja, ich gehe hier auf den Stromstoß, um die Garantie zu haben, dass wir treffen, denn Klickdiskus hat so ein kleines Gimmick, manchmal geht es daneben, das will ich hier auf keinen Fall riskieren und der Recoil Damage kann mir an der Stelle super egal sein, der geht also sowieso auf einer KP-Basis, wo ich so gut wie nichts zurückbekomme und ja, ich denke, hier können wir schon mit unserem Klick-Di-Klack tatsächlich durchsweepen. Wir haben noch den Z-Stromstoß für Empoleon, was ansonsten sehr, sehr gut gegen uns agieren könnte, aber ich habe komplett vergessen, dass natürlich Panferno den Tempo-Hieb mit beherrschen kann. Ich hatte ehrlich gesagt die ganze Zeit den Gedanken, dass der Gegner hier auf seinem Panferno einen Wahlschall trägt. Deswegen war Tempo-Hieb nie eine Option, die ich hier irgendwie eingebunden habe. Aber nun gut, der Gegner trägt übrigens gar kein Wahl-Item. Das war nochmal ein kleiner Schock am Ende. Deswegen habe ich hier mein Skogo reingeholt. Dachte, okay, der Gegner ist wahrscheinlich jetzt gelockt in den Tempo-Hieb. Ich kann also safe auf ein Setup gehen. Aber Pustekuchen, der Gegner geht hier auf den Flammenblitz, der uns zum Glück nicht verbrennt. Das wäre nur das Schlimmste gewesen, was hätte passieren können, denn zum einen wird unser Toxic Orb nicht getriggert, der uns ja jede Runde schön viel KP zurückbringt, aber vor allen Dingen hätten wir dann unseren schönen Angriffsbonus verloren, den wir hier mit dem Schwertanz aufgebaut haben. Sehr, sehr wichtig um Aranesto und sehr, sehr wichtig um das Empoleon One-Hit zu killen.
So, wir kommen langsam zum großen Finale dieses Kampfes und diesmal bin ich mir fast sicher, dass es das schon gewesen sein könnte. Skorgoroth auf plus 2 wird also alles one-hitten können. Es könnte vielleicht die Überraschung kommen, wenn der Gegner mit seinem Empoleon die Wasserdüse hat. Wasserdüse könnte uns potenziell rausnehmen, je nachdem wie der Gegner aufgebaut ist, aber dadurch, dass er hier das Aranestro als erstes reinschickt, zeigt er mir, okay, das ist wahrscheinlich keine Option, vor der ich Angst haben muss, denn je länger der Kampf dauert, desto mehr regeneriere ich natürlich mit dem Toxic Orb bzw. durch die Vergiftung. Die große Frage ist, wird der Gegner hier die Fassade tanken? Das tut er nicht zum Glück, denn wir sind nicht komplett in den Angriff investiert. Das war immer so ein kleiner Restrisikofaktor tatsächlich, aber selbst wenn hier Skorgoroth zugrunde gegangen wäre, wir haben theoretisch noch unser Empoleon, das hier mit der Kraftreserve Elektro auch die letzten beiden Pokémon des Gegners handeln sollte, außer es geht irgendwie super krass schief. Erdbeben wird hier das Empoleon besiegen, wir sehen keine Schuckebeere, wäre ebenfalls noch eine Option gewesen, die mich hier geärgert hätte, aber wir konnten mit Skorgoroth tatsächlich noch einmal durchkommen. Überraschend, ein sehr, sehr guter Kampf. Also man hat gesehen, dass der Gegner sehr, sehr viel Plan von seinem Team hatte. An den Schlüsselstellen allerdings konnten wir uns dann doch ein bisschen besser behaupten. Gerade als wir das Hypoteros relativ früh rausbekommen haben. Ich glaube, das war ein sehr, sehr wichtiger Faktor an der Stelle. Auch der Chip-Damage gegen Trigephalo und so weiter und so fort. Also viele Kleinigkeiten, die am Ende zum Gesamtsieg summiert worden sind. Und ich glaube, die Tatsache, dass wir die ein oder anderen unkonventionellen Sets mitgebracht haben, führte auch dazu, dass wir in vielen Matchups doch einen größeren Mehrwert generiert haben, als der Gegner sich das vorgestellt hat, wie zum Beispiel in der allerersten Runde gegen das Trigephalo mit dem Eisschrei. Normalerweise auf Sumpex nicht oft gesehen, da hat man so gut wie keine Option und ja, hat sich dann am Ende des Tages dann sehr gelohnt. Es tut mir nochmal ausgesprochen leid, dass das Team heute so ein bisschen gimmicky war, aber wie gesagt, ich habe leider momentan relativ viel Zeitdruck, was die Arbeit angeht, deswegen ist es da ein bisschen komplizierter, richtig gute Teams aufzubauen, die zu testen und dann so ein bisschen zu polischen, aber ich glaube, man hat trotzdem einen schönen Kampf heute gehabt. Wie immer an dieser Stelle würde ich gerne auf die Videobeschreibung hinweisen, wo ihr nochmal die genauen Sets meiner Pokémon erfahrt, mit Showdown im Portable-Link für den Fall, dass das Team gerne mal selber ausprobieren wollt. Mein Twitter-Link steht da drin, Twitch-Link und, deswegen ein Blick lohnt sich da auf jeden Fall. Ansonsten bedanke ich mich ganz, ganz herzlich fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut und bye bye.